Herzlich willkommen zu den Landmarks 2015. Wir sind unterwegs mit einem Land Rover Defender hier im Ruhrgebiet. An meiner Seite die wunderbare, einzigartige Carla. Viele kennen ja ihre Bilder. Carla Schwede schwarz-weiß, also BW Black and White bei Instagram. Großer Hit mit vielen, vielen Followern. Hier allerdings heute nicht in schwarz-weiß, sondern in bunt. Ich bin ja sonst eigentlich der immer die Autos fährt, aber wenn dieses Auto so schön es ist, ich passe da einfach nicht wirklich rein. Ich kann fahren, aber ich muss immer wirklich akrobatische Akte machen mit meinem Kupplungsfuß. Ich kann, wenn ich dann dort sitzen will, eigentlich den Fuß nur unter die Kupplung stellen. Und du kannst nicht blinken. Und genau, ich kann nicht blinken, weil mein Knie immer dort ist, wo der Blinkerhebel ist, wenn man links fahren will. Also rechts geht ganz gut. Sollte mal blinken. Rechts blinken geht, ja. Nein, ich sag da jetzt nichts direkt zu. Wir sind auf den Spuren der Route der Industriekultur hier unterwegs in Essen. Auch in Essen gibt es inzwischen etwas, was ich ja eher dem Franzosen zubillige. Kreisverkehre. Kein Mensch braucht einen Kreisverkehr. Doch, die sind super. Nein, die sind Schrott. Ich fahre jetzt nicht über den Kreisverkehr, sondern drumherum. Ja, das wäre wahrscheinlich gegangen, über den Kreisverkehr zu fahren. Aber das wäre natürlich Verkehrsrauditum und sowas machen wir. Was will er? Nee. Sind Sie nicht irgendwie herumschießen? Jetzt rufen Sie hier. Also ich kann auch die Polizei rufen. Was tun Sie das? Egal, weil hier wird nämlich die ganze Zeit schon rumgeschossen. Nein, wir schießen nicht. Darum geht's nicht. Es geht ja darum, dass Sie... Wer schießt denn dann hier? Das weiß ich doch nicht. Wollen Sie das jetzt uns unterstellen? Wo es geschossen wird. Und zwar schon seit ungefähr so 20 Minuten. Die Linke. Da hat man gesehen, oh. Friedenstaube und... Ostermarsch und so. Ich habe den Ostermarschbutton gesehen und wusste, jetzt müssen wir diskutieren. Ja. Und die Linke, der hatte echt einen Button, die Linke. Vor allem dann muss er aber sich an den rechts an den Staat wenden. Also dann braucht er ein Organ des Staates. Ja. Super Typ. Der Staat, den er so ablehnt. Den er ja vermutlich ablehnt, sonst wäre er nicht in der Linken. Ja. Wir sind auf der Halde Rheinpreußen in Moers. Rheinpreußen? Ja. In Moers? In Moers. Und warum sind wir hier? Weil wir den Defender in der Beleuchtung des Geleuchts fotografieren wollen. Beleuchtung des Geleuchts? Was ist das Geleucht? Das Geleucht ist die sozusagen ein Blow-up von einer Grubenlampe. Nach Klaas Oldenburg ein Blow-up. Blow-up, nicht Deep Throat? Ich wusste das. Ein Blow-up bedeutet eine extreme Vergrößerung von einem sonst... kleineren Objekt. Was da blenden wir dann ein kunstgeschichtlicher Beitrag. Genau. Und da ist das Geleucht und da sind nochmal ganz, ganz viele Brenner, auf die wir jetzt gerade warten, die das Geleucht nochmal beleuchten. Und dann? Und dann, ja, dann machen wir Fotos. Hier oben ist es übrigens schweinekalt und windig. Ja, deshalb hat die auch Handschuhe an, ich nicht. Und in was für ein Fahrzeug sind wir hier unterwegs? In einem Land Rover Defender. Der Land Rover läuft im kommenden Sommer aus und wir haben die Gelegenheit genutzt, mit dem Land Rover hier das Ruhrgebiet zu erkunden an diesem Wochenende. Womit wirst du fotografieren? Mit der Canon 5DS. Was ist das für eine Kamera? Das ist eine Kamera mit einer besonders hohen Auflösung von 50,6 Megapixel. Also die Kamera, die macht richtig dicke Bilder. Die macht richtig dicke Bilder, genau. Also nicht nur dicke Bilder, sondern richtig dicke Bilder. Richtig dicke Steckt ja in einem erstaunlich kleinen Gehäuse. Jetzt muss ich dich hier mal so ein bisschen würgen, ganz professionell, so ein bisschen Neues. Würgen. Ich kenne andere Profikameras von Canon, die haben ein wesentlich größeres Gehäuse. Ist das auch eine Profikamera? Ja. Trotz des kleinen Gehäuses? Ja, die ist schön leicht, handlich, griffig. Und die Bilder, die wir in den letzten Tagen gemacht haben, zeigen ja, dass die Abbildung schon... sehr beeindruckend sind. Jetzt kennt man dich ja eher unter deinem Internet-Pseudonym Dr. Speed für Bilder von Geschwindigkeit. Wie läuft das mit der 5DS? Ist die auch so rasend schnell? Ganz klar nein. Muss sie aber auch nicht sein, dafür ist sie auch nicht gedacht. Sie ist also eher für Landschaftsaufnahmen oder für Tanzplatten. Für Landschaft, Architektur, fürs Studio hauptsächlich gedacht. Das Studio. Okay. Gut, dann wollen wir mal weiter gucken. Übrigens zu diesem Restaurant, was ich dann auf den Kamerabildern auspixeln werde, werde ich nie wieder gehen. Da haben sich neulich echt die Kellnerin geprügelt. Also wenn du auf sowas stehst, ist das natürlich super. Aber meins ist das nicht, wenn die Kräftige der Vollschlag... Die hat ja echt eine gescheuert. Und die hat noch überhaupt keine Hemmung, ne? Manch einer wird jetzt sagen, das ist typisch Gelsenkirchen. Nee, das war ein Chinesen.
Danke für diese Klarstellung. Weil in der Technikstelle halt einer zu früh den Haken gesetzt hat. Ja, wir haben ja Zeit. Das ist ja das Gute am Internet. Wir haben ja keine feste Sendezeit. Wir können ja einfach drauf loslegen. Herzlich willkommen zu den Landmarks. Also nochmal.